Herzlich willkommen zu Panorama. Es sind spannende Zeiten, auch für uns. Vor wenigen Stunden wurden drei Männer, darunter auch ein Kollege von Panorama, in Moskau von Sicherheitsbeamten abgeholt und unter größter Geheimhaltung zu Edward Snowden gebracht. Genau, zu dem Mann, der mit seinen Enthüllungen über die NSA US-Präsident Obama doch in arge Bedrängnis gebracht hat. So arg, dass sich der mächtigste Mann der Welt bei unserer Bundeskanzlerin entschuldigen musste. Das ist dann doch epochal. Vielleicht wäre das der richtige Zeitpunkt, Edward Snowden Danke zu sagen. Haben wir auch Mitglieder unserer Bundesregierung gefragt. Sagen Sie, glauben Sie, Herr Snowden hat ein Danke verdient? Da sprechen Sie mit denen, die für die Innen- und Rechtspolitik verantwortlich sind. Müssen wir uns dann nicht bei Edward Snowden bedanken, dass er alles erst aufgedeckt hat? Also, ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Das Wort Danke scheint in Berlin irgendwie nicht vorgesehen zu sein. Und während sich unsere Politiker quälen und quälen, wie sie sich verhalten sollen und wie es weitergeht, sitzt Edward Snowden in Moskau, wo ihn auch John Götz heute getroffen hat. Aufbruch zu einer vielleicht historischen Reise. Hans-Christian Ströbele macht sich auf nach Moskau in Begleitung des Journalisten Georg Maskolo und des Panorama-Reporters John Götz. Die Reisegruppe will den Mann treffen, der Deutschland und die Welt mit seinen Enthüllungen in Atem hält, Edward Snowden. Herr Snowden ist die Schlüsselfigur, man nennt das Kronzeuge, der wahrscheinlich die Fragen beantworten kann, die der Untersuchungsausschuss klären soll. Edward Snowden, der Computerspezialist, hat Schwerwiegendes enthüllt. Das können in Deutschland auch die Regierenden nicht mehr abstreiten. Schließlich hat die NSA laut Snowdens Unterlagen jahrelang das Mobiltelefon der Bundeskanzlerin abgehört. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Und zwar gegenüber niemandem. Das Brechen von deutschem Recht auf deutschem Boden, das ist etwas, was wir in keinem Fall akzeptieren können. Im Sommer klang das anders. Snowden war für die Bundesregierung ein windiger Typ, ein Verräter. Seine Enthüllungen heiße Luft. In Berlin verließ man sich allzu sehr auf die Auskunft der US-Regierung und ihrer Geheimdienste. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Ihn hat die Bundesregierung nicht gefragt. Fahrlässig? Denn Edward Snowden hat Beweise. Kurz vor der Landung in Moskau. Der Abgeordnete Ströbele sagt, er habe die Bundesregierung mehrfach aufgefordert, Kontakt zu Snowden aufzunehmen. Aber leider sei nichts passiert. Und das liege nicht nur daran, dass Snowden in Moskau im Exil sitzt. Ich glaube, dass das sowohl bei der Union als auch vor allen Dingen bei den Diensten eine erhebliche Abneigung gibt dagegen, ihn vorm Untersuchungsausschuss des Parlaments oder auch vor Gericht oder zunächst vor der Staatsanwaltschaft zu Wort kommen zu lassen. Keine Frage. Sollte Snowden seine Bereitschaft bekunden, auszusagen, geriete Deutschland unter den Druck der US-Regierung. Denn der 30-Jährige wird von den USA als Verräter und Staatsfeind betrachtet. Er ist kein Patriot. Er ist kein Dissident, kein ehrbarer Kritiker. Er ist eines Verbrechens beschuldigt. Ihm muss der Prozess gemacht werden. Klare Worte. Die Bundesregierung weiß, Snowden als Zeugen zu hören, wäre ein Affront gegen den großen Verbündeten. Vor allem die Union schreckt davor zurück. Sollte man nicht jetzt Herrn Snowden persönlich einladen und dazu hören, um die Sache aufzuklären? Ich will das jetzt nicht von außen kommentieren, das Thema. Das ist ernst genug. Wir reden darüber in den Verhandlungen und dann teilen wir das mit. Aber es ist eine ganz einfache Frage. Inzwischen hat sich die Bundesregierung eine juristische Begründung einfallen lassen, warum sie Snowden gar nicht nach Deutschland einladen kann. Zur Frage, ob man jetzt Herrn Snowden anhören könnte. Tatsächlich kann ein Untersuchungsausschuss, genauso wie es in einem Strafverfahren möglich ist, natürlich Zeugen laden. Voraussetzung dafür ist aber hier wie dort, dass es eine ladungsfähige Anschrift gibt. War eigentlich nicht als Witz gemeint. Im Moment stellt sich die Frage nicht, da Herr Snowden nicht hier ist. Snowden ist zwar in Moskau, aber nicht unerreichbar.
Das Drehbuch des Treffens wird von russischer Seite vorgegeben. Ströbele, Maskolo und Götz werden von einem silbernen Van mit getönten Scheiben abgeholt. Der Treffpunkt soll geheim bleiben. Am Nachmittag die Begegnung mit dem Mann, den die US-Regierung für einen Verbrecher hält und den sich die Bundesregierung am liebsten vom Leibe hielte. Ich war jetzt fast 3 Stunden mit Edward Snowden zusammen. Das Wichtigste vorab, er ist gesund und munter und macht einen sehr guten Eindruck. Er hat klar zu erkennen gegeben, dass er sehr viel weiß, dass er, solange die NSA die Aufklärung blockiert und ihr Chef, Herr Alexander, bereit ist, nach Deutschland zu kommen, auch dort auszusagen. Allerdings müssen die Umstände geklärt werden. Seine Bereitschaft fixiert Snowden schriftlich. Er erkundigt sich bei seinem Besucher nach der Rechtslage in Deutschland. Snowden möchte sicherstellen, dass er in keinem Fall an die USA ausgeliefert wird. Von einer solchen Garantie will der US-Botschafter in Berlin nichts wissen. Er droht Snowden vielmehr versteckt. Ich werde nicht darüber reden, was passieren könnte, wenn so jemand nach Deutschland eingeladen wird. In Moskau bin ich jetzt verbunden mit dem Journalisten Georg Maskolo, der ebenfalls bei dem Treffen mit Edward Snowden dabei war. Herr Maskolo, konnten Sie denn überhaupt ungestört mit Snowden reden oder waren die ganze Zeit russische Geheimdienstmitarbeiter dabei? Nein, wir konnten ungestört mit ihm reden. Natürlich hat er, das kann ich sagen, steht er unter Bewachung. Aber das Gespräch mit ihm selbst hat völlig ungestört stattgefunden. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er erzählen kann, was er möchte. Jetzt kann ja Herr Snowden nicht so einfach nach Deutschland kommen. Das ist ja juristisch kompliziert. Aber hatten Sie denn unabhängig davon das Gefühl, dass er grundsätzlich überhaupt Lust dazu hätte? Ich glaube, dass er sich sehr wohl mit der Frage beschäftigt, wie seine Zukunft aussehen wird. Er hat ja in Russland nur einen vorübergehenden Asylstatus. Es ist noch unklar, ob das in einen dauerhaften umgewandelt werden wird. Und das ist ja genau der Punkt von Christian Ströbeles Reise gewesen. Er wollte hierhin, um herauszufinden, erstens, ist Snowden interessiert? Und zweitens, unter welchen Umständen könnte eine Aussage vor einer deutschen Staatsanwaltschaft oder vor dem Untersuchungsausschuss möglich sein? Ich habe das fast 3-stündige Treffen mit dem Gefühl verlassen, das ist der Beginn eines Dialogs über diese Frage. Hatten Sie den Eindruck, er erwartet ein Danke aus Deutschland? Nein, ich glaube nicht, dass er ein Danke erwartet aus Deutschland oder aus einem Land. Aber was er sehr wohl sieht und ich glaube mit Befriedigung ist, dass vor allem in den USA mittlerweile eine große Debatte geführt wird. Selbst das Abgeordnetenhaus, der Kongress sagt heute, holla, was passiert denn da bei der NSA? Warum gibt es so viele Dinge, von denen wir nichts wissen? Jetzt wird darüber geredet, ob es eine volle parlamentarische Untersuchung geben soll über die Praktiken der NSA. All das sieht er mit Befriedigung, dass nicht nur er, sondern inzwischen auch viele andere empört sind über die Praktiken der NSA und manch anderer Geheimdienste. Jetzt sitzt er ja da so in Moskau und weiß, dass die USA ihn doch gerne ausgeliefert hätten. Hatten Sie denn das Gefühl, dass er das, was er getan hat, was ja für ihn mit einem hohen Risiko verbunden war, seine Enthüllungen bereut? Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass er irgendetwas bereut und schon gar nicht dieses hier bereuen würde. Ich habe ihn als sehr selbstbewusst, freundlich, regelrecht entspannt erlebt. Ich glaube, dass er sich vorher darüber im Klaren gewesen ist, was passieren würde, wenn er als Whistleblower auftreten würde. Insofern überrascht ihn die Reaktion jetzt nicht. Ich glaube vielmehr, dass er mit Befriedigung sieht, dass die Diskussion in eine Richtung geht, die ihm gefällt. Und das, glaube ich, ist für ihn mindestens genauso wichtig wie die Frage seiner persönlichen Sicherheit. Vielen Dank, Georg Maskolo, für Ihre Einschätzung. Guten Abend nach Hamburg. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.